Hallo liebe Freunde, ich muss euch leider was mitteilen. Ein kleines Infovideo gibt es jetzt mal von mir, von meiner Seite aus. Und ich habe immer das Gefühl, dass meine Nachbarin da wäre. Naja, auf jeden Fall. Ich werde von meinem Hauptkanal die ACTV-Videos löschen müssen. Ja, es war vorweg eigentlich zu sehen, irgendwann sein müssen. Die Beleuchtung ist voll für den Arsch. Weiß auch nicht warum. Soll ich jetzt hier sitzen wegen dem Fenster oder wie? Keine Ahnung. Es ist so, ein Video wurde jetzt gesperrt, gelöscht, wirklich wegen Urheberrechtsverletzung, was ich jetzt nicht verstehe von Astro TV, wo ich Astro TV verarscht habe. Mega geil, hat sehr viel Aufruf gehabt, sehr viel Unterstützung, sehr viele Daumen hoch und so alles. Wurde jetzt gelöscht. Ich habe auch eine Ermahnung gekriegt von YouTube, dass es wäre, als wäre mein extra Video nochmal hochladen dazu, was genau passiert ist. Also wahrscheinlich kommt das danach diesem Video hier gleich, damit ihr seht, was ich genau gemeint habe. Und deswegen werde ich auch die löschen und. Aber damit es nicht ganz weg ist, ich meine, das war schon echt mega geil, diese Videos und mega lustig. Ich werde auch in meinen Videobeschreibungen wird jetzt in jedem Video, seht auch diesen Zweitkanal, wo es dann drauf sein wird. Und zwar, ich mache dann so diesen Let's Play-Kanal, den ich eigentlich hatte, der eh nicht so gut läuft, werde ich dann praktisch auflösen, also das Konto natürlich behalten, vielleicht auch den gleichen Namen behalten und einfach die AsTV-Videos einfach darüber laden, dass ich sie drüben habe. Und die ganzen Let's Plays werde ich meinen Hauptkanal ziehen und dann werde ich da Let's Plays weitermachen, auch natürlich auch die wegen den die Erlaubnis von den Herstellern, Produzenten und so, von den ganzen Gamer Companies, welche anfragen und schauen, sich die auch monetarisieren kann und wird nicht so viel kommen, es werden vielleicht höchstens pro Woche, also ich glaube pro Woche rechne ich jetzt mal mit einem Let's Play Teil und das nächste Ding ist jetzt, ich habe über 400 Let's Play Videos, das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis ich die alten Let's Plays wieder hochgeladen habe, die jetzt kommen, sind nicht neu. Ich werde vielleicht dazu schreiben neu und das sind dann die neuen wirklich. Das Ding ist, dass meine Freunde, ich will nicht komplett gesperrt werden von YouTube. Es wirkt sich auch sehr krass meine Einnahmen jetzt aus wegen der Urheberrechtsverletzung und ich will nicht komplett gesperrt werden. Das ist so die Notlösung und deswegen möchte ich das nicht unbedingt riskieren, dass ich da jetzt voll Ärger kriege von YouTube und da noch mehr Probleme habe. Deswegen werde ich auch wirklich in jedem Video von mir ist dieser Kanal verlinkt, das ist ehrlich jetzt der Kanal Blackfall und der ist bei jedem Video verlinkt, meine Freunde. Müsst ihr euch gar nicht drum kümmern, müsst einfach unter die Videobeschreibung hier schauen, wo das verlinkt ist. Let's Play Kanal schreibe ich halt noch dazu, ich werde seinen Namen ab jetzt praktisch ändern, einfach Zweitkanal schreiben oder irgendwas anderes. Weil Let's Play Kanal ist es jetzt nicht mehr, sondern der Hauptkanal ist es automatisch auch Let's Play Kanal. Das heißt auch leider nur pro Woche auch nur ein Teaming-Video, was ich auch leider bedauere. Ich habe noch sehr viele kleine Sachen noch jetzt momentan laufen und das Teaming-Video kommt halt nur einmal die Woche dann und war ein richtig gescheites wieder mit Gameplay und nicht nur so Real Life vielleicht, auch weiß nicht, Real Life kommt nicht so gut an, obwohl ich es vielleicht lieber mache als Gameplay, aber muss ich wieder Gameplay machen mit Audiodatei und so weiter und so fort. Aber das werden wir schon hinkriegen, meine Freunde. Und falls ihr Fragen habt, irgendwelche Anregungen, fragt mich einfach, stellt die Fragen, keine Ahnung, wäre super nice. Und kommentiert mal, was ihr davon haltet oder ja. Bis bald, liebe Freunde, euer Patidim und ciao.